So. Zum Beispiel. Und so. Und so. Und so. So, okay. Können wir das hier oben wieder so ein bisschen wegmachen, dass wir unseren Kopf nicht anhauen. Und freie Sicht haben auf alles, was da kommen mag. Okay. So, dann kann man hier erstmal wieder weiter laufen, einfach mal. Dann hier könnten wir uns theoretisch auch rüberbauen, oder? Kein Gast weit und breit. Ja gut, dann hat der Gast vorhin einfach ein bisschen rumgesponnen. Ich habe mich schon gewundert, dass der mich nicht angreift. Aber hätte ja sein können, dass die an deren KI auch irgendwas verändert haben. Aber es hätte mich schon sehr gewundert, weil Ghasts sind ja immer noch die gleichen Viecher wie früher eigentlich. Aber wie gesagt, es hätte ja sein können. Weiß man ja nicht. So, dann kann man hier schön rübergehen, ganz entspannt. Und dann kann man hier eigentlich hochgehen. So. Hier ist ja schon mehr oder weniger ein Weg. So, und dann einmal hier hochgebuddelt. So. Das könnte eventuell auch eine Chunk Border sein hier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das sieht eigentlich nicht so aus, oder? Das sieht eigentlich nicht so aus. Sieht eigentlich nicht so aus. Na gut, trotzdem. Es hätte eine sein können. So. Dann sind wir hier oben. Okay, es geht weiter. Noch sind wir nicht in neuen Gefilden. Und ich frage mich so langsam, warum. Weil hier dürften wir eigentlich nicht gewesen sein, oder? Oder sind wir zu nah an irgendwas dran, wo wir waren früher? Bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Wir können ja ein bisschen in die Richtung abschweifen. Ja. Schauen wir mal. Also gucken wir mal. Ja, bislang geht's so. Was den Erfolg dieser Mission angeht. Können wir mal hier in die Richtung gehen. Und da sind wir doch. Here we go. Da vorne haben wir das erste neue Biom. Und da drüben haben wir eine Festung, wie es ausschaut. Yep. Na, wenn wir das nicht verbinden würden, dann wären wir ja schön blöd. Okay, also hat jetzt gar nicht mal so ewig gedauert. Klar, jetzt mit dem ganzen Buddeln hat es dann doch ein bisschen gedauert. Aber ich glaube, wenn man das läuft, dann geht das eigentlich. Dann ist das gar nicht mal so schrecklich weit. So, dann buddeln wir uns hier jetzt einfach mal rein. Zack, 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 zack. Buddeln wir uns jetzt hier einfach mal rein in die Tiefe. Und dann müssten wir da vorne irgendwo rauskommen. Und ich hoffe, dass die Festung so ein bisschen verbunden ist mit dem Wald, den wir da gesehen haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ist jetzt auch das erste Mal für mich. Ich habe hier direkt mit dem Let's Play angefangen. Ich habe nicht im Singleplayer irgendwie nochmal ausgetestet oder so. Ich habe hier gar nichts vorbereitet, sondern wir starten hier im Let's Play direkt Kaltstart. Und wenn es gut geht, geht's gut. Und wenn es nicht gut geht, dann werden wir wohl drauf gehen. Aber dann sei es so. Dann sei es so. Okay.
Stell dir mal vor, die haben jetzt noch Statik eingeführt. Ich weiß davon nichts. Baue mich jetzt hier so eine Brücke hin und die bricht dann zusammen. Wegen fehlender Brückenkonstruktion einfach. So, hier machen wir sogar mal Geländer hin. Hier sind wir ganz vornehm. Ah. Sehr schön. Da kommt auch gleich wieder die atmosphärische Mugge um die Ecke. So, da haben wir einen Spawner. Okay. Ich würde ja mal vorschlagen, wie machen wir denn das jetzt am besten? Eventuell können wir von da einfach hin. Ach Mist. Einfach ist natürlich nicht. Ich habe jetzt deutlich mehr Respekt vor dem Nether als früher. Muss ich ja wirklich sagen. Mit den ganzen neuen Viechern und so. Enderman. Die sind ja nicht neu. Die sind ja nicht neu. Aber hier kommt man nicht so wirklich hin, ne? Ich kann jetzt einen Geronimo-Sprung machen. Ja, den müsste ich eigentlich überleben, auch wenn ich ihn verkacke. Geronimo! Au. Guck mal, ich verkacke ihn nicht mal. Ist das nicht toll? Okay, das ist jetzt natürlich nicht der sicherste Weg. Ja. Aber so geht's. So geht's eigentlich. Ist gar nicht gefährlich, was ich hier fabriziere, ey. So. Bauen wir uns hier mal einen ganz geschmeidigen Abgang. Sehr schön. Hi, wir wären dann mal da. Ja, oh Gott. Weißt du was? Wir machen das mal so. Okay. Toll. So, ich lasse jetzt mal gerade die Festung sein. Wir graben uns erstmal weiter durch, würde ich vorschlagen. Denn da müsste ja gleich der Wald sein. Netherfestung kennen wir ja schon. Die können wir uns dann auch woanders ansehen. Das ist ja nicht das Ding. Aber den Wald würde ich gerne sehen, ehrlich gesagt. Ich würde gerne Freecam benutzen gerade, um zu sehen, wo der ist. Aber das geht ja hier nicht. Also, ja, egal. Wir machen das hier nicht. Sagen wir es mal so. Okay, leider haben die Entwickler wieder nur ein Lied hinzugefügt. Das will jetzt wahrscheinlich das neue Lied, was einen nervt. Und dafür läuft das alte halt gar nicht mehr. Das ist so ein bisschen schade. Hier tropft schon die ganze Zeit irgendwas durch. Sieht aus wie Wasser, ehrlich gesagt. Kann ja eigentlich kein Wasser sein, oder? Im Nether? Oh. Was haben wir denn hier? Gold irgendwas. Goldnugget. Ehrlich? Goldklumpen. Aha. Steht es hier bei F3 vielleicht? Was für einen Block man anguckt oder so. Da, doch, das steht da. Nether Gold Ore. Rechts steht es. Unter Targeted Block steht Minecraft Doppelpunkt Nether Gold Ore. Okay, Minecraft guarded by Piglins. Was auch immer. Okay. Nice. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Denn daraus können wir uns dann wahrscheinlich neue Goldklumpen basteln und das wird dann den Piglins wohl gefallen. Vermute ich jetzt einfach mal. Und die Frage ist jetzt einfach nur, wo wir jetzt hier rauskommen, ob wir überhaupt irgendwo rauskommen oder ob ich mal nach oben graben soll. Ob ich vielleicht mal. Nein, nein, soll ich nicht. Ich merke schon. Sollte ich wohl nicht. Okay, wir graben uns einfach mal geradeaus weiter. Also hier ist auf jeden Fall über uns irgendwas.
kann mal in die Richtung graben hier so grob. Oder mal in die Richtung graben hier so grob. Da kamen wir her. So, Netherzeug, also Netherquarz, das kennen wir ja. Bringt wenigstens schön Level. Da haben wir nochmal Goldklumpen. Können wir auch wieder mitnehmen. Wer weiß, wofür sie gut sind, ne? Ich meine, im Endeffekt ist es ganz normaler Goldklumpen, den man da rauskriegt, aber wie gesagt, wer weiß, wofür sie gut sein werden irgendwann. Okay, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier. Das heißt, wir sind zu niedrig. Wir müssen schon noch ein bisschen höher. Deshalb finden wir hier auch nichts Besonderes, weil wir zu niedrig sind. So, das heißt, wo kamen wir her? Wir kamen von hier so. Ich würde dann sagen, dass wir schon hier anfangen, einfach mal höher zu graben. Auch auf die Gefahr natürlich. Genau, auf die Gefahr hin. Ja gut, ich meine, die Gefahr besteht halt einfach im Nether, ne? Als ob. Das war nicht gut. Ach. So ein Mist. Warte mal. So. Jetzt aber. Natürlich für alle, die sich jetzt auf End-Action gefreut haben, wird noch kommen, ne? Also wir werden das Ende auch noch besichtigen. Denn wir haben jetzt die Möglichkeit, das Expanded End sozusagen zu besichtigen. Also können wir auch Elytras finden und sowas. Wird ganz spaßig, denke ich. Und das werden wir natürlich auch tun. Aber alles zu seiner Zeit. Und das Nether-Update, das kam jetzt halt gerade taufrisch raus. Und deshalb möchte ich euch jetzt ein bisschen mitnehmen auf Nether-Abenteuer. So. Wenn wir uns jetzt hier einfach mal so ein bisschen in die Richtung graben, kommen wir dann nicht irgendwo raus? Ui, da habe ich mich mal ganz kurz verjagt. Aber nur ein bisschen zum Glück. Ich habe mich nicht wirklich erschrocken. Hab nur mal so getan, damit das Let's Play unterhaltsamer wird. Ja. Ja, so ist das nämlich. Was tut man nicht alles für die Fans? So. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Hier tröpfelt es die ganze Zeit runter. Aber irgendwie kommen wir nirgendwo raus. Oh, jetzt sind wir irgendwo draußen. Wo sind wir denn? Aha. Sieht aber eigentlich alles normal aus. Ah, hier. Ist so ein bisschen was davon, aber es ist nicht das, was wir gesehen haben. Das kann nicht sein. So, warte mal. Kann doch hier alles gar nicht wahr sein irgendwie. Irgendwie drehen wir uns im Kreise, Leute. Ich warte nur drauf, dass irgendwann mal hinter diesen... Oh, wir haben schon 64 von den Golden Nuggets. Heftig, ey. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht gehabt, dass wir schon einen Stack gefüllt haben davon. Ah, wo müssen wir denn da hin? Jetzt lass doch mal gucken. Wo war das denn genau? Das war doch... Dich brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da, so war das. Oh, ich hoffe, der wird jetzt nicht gleich aggressiv, Digga. Und so viel dazu. Ah. Lass dich halt auch mal treffen. Lass dich treffen. Oh, das war knapp. Ich habe natürlich auch keinen Bogen mitgenommen, schlau wie ich bin. Uff, bist du nervig. Oh nein, er hat sich versteckt. Alter. Es ist nicht wahr. Und heute bei Wii Sports Tennis mit einem Gast. Alter. Hua. Hua. Au. Ah. Hua. Okay. Ha. Oh, endlich, ey. Aber natürlich, die Gastränen und alles fällt nicht in die Lava.
Frage ist nur, wie man da runterkommt, ohne zu sterben. Aber wir versuchen uns jetzt mal einen Loot zu holen, bevor wir dann gucken, wie wir in das neue Ding kommen. Weil da war eine Gasträne dabei und die ist eigentlich ganz gut. Au. Ganz ehrlich, ist zwar sonst nicht so meine Art. Oh fuck. Ich wollte eigentlich gerade den Spawner kaputt machen, da war ich einen Tick zu langsam. Alter. Ihr wisst schon, dass ihr fliegen könnt. Au. Werfe ich ihn jetzt weg? Achso, Netherstein. Das Problem ist, dass da jetzt immer mehr spawnen und spawnen, weil da ein Spawner ist. Das ist, um ehrlich zu sein, das Problem. Brauche ich jetzt einen Goldapfel oder sowas? Oder wir machen es von unten. Lasst euch nicht stören, Jungs.